Die Renovierungsarbeiten bei dem Projekthaus Bloody Mary sind im vollen Gange. Der Deal, ein Mehrfamilienhaus hier bei Philadelphia, wurde erfolgreich geclosed, das heißt abgeschlossen, und jetzt wird renoviert. Den aktuellen Zwischenstand und auch die Stolpersteine siehst du in diesem Video. Let's get into it! Willkommen auf meinem YouTube-Kanal der Lucas Show. Hier geht es rund um das Thema Investieren in US-Immobilien. Gemeinsam mit Partnern kaufe, entwickle und verwalte ich Ein- und Mehrfamilienhäuser hier im Großraum Philadelphia. In diesem Video bekommst du einen aktuellen Zwischenstand zu dem Projekthaus Bloody Mary. Alle Details zu diesem Haus habe ich dir in einer Playlist zusammengestellt. Die findest du jetzt hier oben verlinkt, aber natürlich findest du den Link auch in der Beschreibung. Da kannst du das Ganze nochmal von Anfang an binge-watchen. Kurz die gesamte Bloody Mary Story nochmal zusammengefasst. Das Haus ist ein Zweifamilienhaus in einem Vorort von Philadelphia, Prospect Park. In diesem Haus hast du zwei Apartments, also ein Duplex. Jedes Apartment ist eigentlich ein Zwei-Bedroom- und ein Badezimmer-Apartment. Das obere Apartment war bewohnt oder ist bewohnt. Und ja, diesen Mieter haben wir vom Voreigentümer mitsamt altem Mietvertrag übernommen. Das Apartment unten, also in dem Erdgeschoss, war unbewohnt. Die Preisvorstellungen des Verkäufers waren völlig überzogen. Er und seine Maklerin haben uns mehrfach versucht zu betrügen, also wirklich Betrug. Es war eine Menge an dem Haus zu reparieren, ist immer noch eine Menge zu reparieren, aber wir haben aus unserer Sicht dennoch einen erfolgreichen Deal mit diesem Haus gemacht. Schauen wir uns die genauen Zahlen an und danach gehen wir auch durchs Haus. Wir haben das Haus Ende November 2021 erfolgreich gekauft, das heißt, der Deal war geclosed. Der überzogene Wunschpreis des Verkäufers waren $240.000, der realistische und am Ende für uns auch hervorragende Kaufpreis, der finale Kaufpreis, waren $196.000. Und jetzt übertragen wir mal die aktualisierten Zahlen für dieses Haus in das Excel-Tool und dann hast du einen ungefähren Eindruck, ob das eine Rendite wird oder ob das keine wird, ob das ein Geldgrab wird. Schauen wir uns an, ab ins Excel. Hier haben wir jetzt das Google Sheets Tool und hier ist auch schon die 196.000 als Kaufpreis eingetragen. Das Ganze ist eine Bankfinanzierung gewesen, das heißt 25% als Investor muss man hier mitbringen, 25% Eigenkapital. Der Zins zu diesem Zeitpunkt war noch bei 4,1, derzeit Mitte 2022 liegt der für die Commercial Loans so circa bei 4-5% irgendwo dazwischen. 25 Jahre Amortisationszeit, der Mortgage Amount, das heißt der Bank, das Darlehen, die Darlehenssumme sind 147.000. 3,6% circa, 3,36% circa ist, das sind die Closingkosten, also Kaufnebenkosten. Repairs, wie gesagt, werden hier circa 40.000 werden. Müssen wir schauen, ob wir das halten können. Das bringt das Ganze auf ein Gesamtinvestment von $202.000. Die Steuern, wie in den vorhergehenden Videos, sind gleich geblieben, das heißt $5.505. Die Versicherung ist günstiger geworden als erwartet, $850. Und hier sind die Rücklagen für Management und für Wartung jeweils 10%. Und $150 sind die jährlichen Kosten für die Inspektion vom Township. Weitere Kosten fallen für dieses Objekt nicht an. Die Einnahmenseite, da kalkulieren wir mit $1200 pro Apartment pro Monat. Das ist sehr konservativ. Ich gehe davon aus, da ist noch Luft nach oben. Leerstand 5% ist so circa ein guter Richtwert, so ein Daumenwert. Das bringt uns bei den KPIs zu einem Faktor, also einem Multiple von 7, was sehr, sehr gut ist und in Deutschland, Europa unerreicht auf jeden Fall. Wir haben eine Brutto-Mietrendite von 14,2% und eine Netto-Rendite von 7,7%. Wenn wir jetzt den Cash-on-Cash mit Principal rechnen, aufgrund von keinen Vorfälligkeitsentschädigungen, das heißt, das Haus könnte sofort wieder verkauft werden, jeder Monat, der bezahlt wird, ist direktes Equity im Haus, bringt uns hier zu 16% Cash-on-Cash-Return. Ich gehe davon aus, dass die Netto-Rendite noch steigen wird, weil die Mieten aktuell steigen auch hier in den USA. Das heißt, da wird mehr drin sein bei den Einnahmen, aber das sehen wir noch. Summa summarum ist das Ganze $474 Cashflow jeden Monat
oder beziehungsweise 756, wenn wir den Principal mitrechnen. Das heißt, so steht das Haus aktuell nach Kauf da. Die Reparaturkosten von 40.000 tragen wir in dem nächsten Video mit ein, wenn die dann auch 40.000 geblieben sind. Fingers crossed, also hoffen wir das Beste. Cool, das waren die Zahlen. Was sind die geplanten Reparaturen und die Stolpersteine, von denen ich eingangs schon gesprochen habe? Fangen wir mit den Stolpersteinen an. Das Ganze läuft unter der Überschrift Tenants from Hell, also Mieter aus der Hölle. Hier ein kleiner Ausschnitt aus dem Gespräch zwischen dem Mieter und mir. Der Mieter läuft bei uns unter dem Spitznamen Spoonie. Spoonie, ja, das hat gewisse Gründe mit Löffeln und so, aber da gehen wir jetzt hier im Video mal nicht drauf ein. Merkt ihr einfach, er heißt Spoonie. Das ist nicht sein richtiger Name, aber bei uns heißt er so. Spoonie reagierte auf keinerlei Briefe, auf Wurfsendungen oder auf Anschreiben an seiner Haustür. Telefonnummer hat er uns nicht mitgeteilt, E-Mail-Adresse hatte er uns nicht mitgeteilt. Also, tja, er hat auch keine Miete gezahlt. Das heißt, am 6. des Monats wurde dann natürlich, durch mich persönlich in dem Fall, eine Late-Fee-Notice zugestellt. Late-Fee-Notice heißt, du zahlst keine Miete bis zum 5. des Monats, ab dem 6. zahlst du $100 Strafgebühr. Diese Strafgebühr stammt nicht aus unserer Feder, sondern die ist aus dem Mietvertrag, den er mit dem vorhergehenden Eigentümer hatte. Und da war es scheinbar nicht so ganz üblich, dass die Vertragsspezifikation auch eingehalten wurde, beziehungsweise durchgesetzt wurde. Das war er wohl nicht gewöhnt, aber musste sich umgewöhnen. Jetzt wird das, was im Vertrag steht, auch durchgesetzt. Und genau das war unser erster gemeinsamer Auftakt. Ich versuche das einfach mal zu umschreiben. Vielleicht blende ich es dir auch unten ein. Was ungefähr gemeint sein könnte, erfährst du aus dem Kontext davon. Also er, nachdem ich ihm die Notice zugestellt habe, beziehungsweise ihm händisch übergeben habe, sagt zu mir: Was zum GV, du mütterbeglückendes Stück Fäkalien, verschwinde aus meinem Haus. Die ganze Story mit ihm, die passt nicht in ein einziges Video hier rein. Dazu kommt ein gesondertes Video, das ist spannend. Wenn du die ganze Episode zu diesem Prachtkerl nicht verpassen möchtest, musst du ganz dringend meinen Kanal abonnieren und ein Like da lassen, falls du es noch nicht gemacht hast. Zu diesem Mieter gibt es eine komplette Zwangsräumung, Drogenstories, Diebstahl, Körperverletzungen, eine Menge Müll und letztlich auch sehr, sehr, sehr dankbare Nachbarn nach dem letztlich erfolgreichen Rauswurf von Spoonie. Also, ein Abo lohnt sich. Danke dir. Kommen wir zu den bisherigen Investitionen und Reparaturen. Aufgrund des Mieters im zweiten Obergeschoss, also Spoonie, haben wir uns entschlossen, die untere Wohnung vorerst nicht zu vermieten. Das wäre für keinen neuen Mieter angenehm oder auch sicher. Die bleibt leer bis zum Rauswurf des Problemmieters. Wir haben auch nur wirklich dringend notwendige Reparaturen begonnen und Sachen, die im Interesse unserer langfristigen Investoren sind. Also beispielsweise ein neues Dach ist im Interesse. Je mehr es reinregnet, desto schlecht. Ein Abschluss vom Driveway zum Haus, wo Wasser reinlaufen könnte, den haben wir erneuert. Die Liner, also diese Schornsteinrohre, die haben wir ausgebessert bzw. auch richtig verbunden. Die Gaswasserheizer, ja, die haben ins Haus ihre Abgase abgelassen, aber nicht in den Schornstein. Das haben wir geändert. Auch gab es auf die Schornsteine obendrauf ein Capping, dass es da nicht mehr reinregnet und unten irgendwas verrosten könnte. Also diese Verbindung von Schornstein zu Gaswasserheizer, das war nochmal ein gesonderter Punkt. Auch die Entsorgung des gröbsten Mülls haben wir angegangen, das heißt, Sachen, von denen Spoonie behauptet, sie sind nicht seins, liegen da schon ganz, ganz viele Jahre rum, die haben wir einfach entsorgen lassen. Das war ein ganzer Container. Abflussrohre mussten neu verlegt werden bzw. gereinigt werden und neu abgeschlossen werden. Und natürlich eine andere Investition sind gute Anwälte. Die haben wir auch investiert, die kümmern sich um den Fall Spoonie. Sobald der Mieter durch den Sheriff aus dem Haus entfernt ist, können wir das komplette Haus auf Vordermann bringen. In dem verlebten und verrauchten Loch, also sein Apartment, da wird es wohl auf eine komplette Renovierung hinauslaufen. Also das lässt sich da nicht vermeiden. Der Teppich da oben verraucht, das stinkt wie Hexe, die Küche ist durch. Mal gucken, was wir danach retten können. Die geplanten Renokosten für das gesamte Haus liegen schätzungsweise bei $40.000. Ob diese Zahlen so gehalten werden können und sich der Business Case auch wie geplant für diese Investoren rechnet, und der Abschluss der Renovierungsarbeiten auch zeitnah erfolgt, das siehst du in dem nächsten Video. Da empfehle ich dir wieder nur,
Abo dalassen, Like dalassen, wenn dir diese Themen gefallen, dann wirst du sofort informiert, wenn dieses Video zum Update bzw. finale Abschluss von Bloody Mary hochgeladen ist. Aber genug der langen Worte, gehen wir einfach mal durchs Haus, wie jetzt der aktuelle Stand ist. Und hier sind wir bei Bloody Mary, also das Projekthaus Bloody Mary in der Maryland Avenue. Wir haben noch jede Menge Schrott rumliegen. Das gehört angeblich dem Mieter oben, aber zu dem gibt es noch eine extra Story. Das hier sieht aus wie Schrott, ist eigentlich kein Schrott, sondern das ist die Außenunit von der Klimaanlage. Aber wie du sehen kannst, ist die auch Schrott. Schulbank. Dann haben wir hier eigentlich 1, 2, 3, na vielleicht 4 Parkplätze oder sag mal einfach 3 Parkplätze. Hinten noch einen kleinen Garten. Ein Riesenbaum, kleines Gartenshed und Schrott. Also Schrott ist nochmal eine extra Position, da kommen nochmal ein paar Jungs und dann wird das alles eingesammelt. Aber dazu muss erst der Mieter oben raus. Also das hier ist alles Schrott, das gehört keinem angeblich und es fliegt raus. Zieht jetzt aktuell keine Ratten an oder sowas, aber es muss weg. Dann, was haben wir schon machen lassen? Das Dach haben wir schon machen lassen, das heißt, hier ist ein Flachdach drauf. Da zeige ich gleich noch mal ein paar Bilder mit einer Drohne. Und vorne dran wird noch gemacht. Dann haben wir hier an der Seite, da die ganze Hausseite entlang. Also hier sozusagen. Da haben wir den Abschluss zum Haus neu verfüllen lassen, verfugen lassen, weil das war abgebrochen und da drang Wasser ein, beziehungsweise sah es von innen so aus, als ob. Dann haben wir hier Müll rumstehen, ganz klar. Tenant ist sogar noch da, also das ist der Mieter, der nicht so richtig wahrhaben möchte, dass er ausziehen wird. Das ist alles neu gemacht. Hier war der Concrete Slab, also dieser Vorbau oder wie man es nennt, der war abgesackt. Dann haben wir das hier befüllen lassen und hier dahinter stand ein bisschen Wasser. Da stand ein bisschen Wasser und das sieht man hier auch, dass es hier immer feucht war. Gasanschluss. Fenster sind ein bisschen älter, aber alles noch machbar. Gehen wir einfach mal rein. Und erster Eindruck hier. Es riecht nach Zigarette. So. Yeah. Okay, auch eine Variante. So, was haben wir unten gehabt? Also hier unten hatten wir Waschmaschinen, alles Mögliche. Die waren noch benutzt. Die hätte er nicht benutzen sollen. Und die hat er auch benutzt, die hätte er nicht benutzen sollen. Und dann haben wir hier noch so einen kleinen Mörderraum. Mörderraum, weil er hier zu ist. Und das hier nenne ich den Mörderraum. Hier unten haben wir die Electric Panels, also das ist die Hausversorgung. Da gibt es 3 Panels. Eins fürs Haus und eins für jedes Apartment. Dann haben wir hier so einen Schrank. Schönster Teppichfußboden, lecker. Und hier sind so Fenster im Keller. Und wir haben ein kleines Badezimmer. Und hier haben wir Schimmel gehabt. Also ihr könnt auch mal das Bild von vorher sehen. Das haben wir behoben. Diese Wand oder diese Ventilation hier, die ist gut gemacht. Die führt nämlich nirgendwo hin. Deswegen auch der Schimmel hier oben. Das heißt hier oben wird noch eine Ventilation eingeschlossen und die wird dann hier rüber geführt. Hier rüber und geht dann da drüben raus. Das Zeug fliegt natürlich mitsamt dem Mieter raus. Und das hier ist der separate Raum im Keller. Und das, warum ich es Mörderraum nenne. Ironie an, da fragt man sich, warum es schimmelt, ne? Also das Ding ist null belüftet. Drin im Badezimmer, komplett mit Dusche. Vielleicht hat sogar jemand geduscht. Aber irgendwie fehlt mir die Fantasie, was macht man in so einem Raum im Keller.
zumal hier noch andere Tenants wohnen, also andere Mieter im Haus sind. Das blaue Tape hier, nicht wundern, das hat einen Grund, warum es da ist. Und zwar können wir sehen, ob der Mieter die Waschmaschine benutzt hat oder nicht. Das ist der Stromanschluss, das ist der Wasseranschluss für das Apartment unten. Der Mieter hat aber in beiden Apartments nicht gewohnt, beziehungsweise hat nur in einem Apartment gewohnt und hat das andere mit benutzt. Das heißt hier, diese Waschmaschine und diesen Trockner, die hat bei uns komischerweise Energiekosten verursacht und Wasserkosten und wir wussten nicht, woher es kommt. Und dann haben wir halt gesehen, dass der Mieter von oben statt seiner eigenen Maschine und Trockner diese beiden Sachen benutzt hat. Interessant. Ja, auf jeden Fall deswegen das blaue Tape, so eine Art Siegel, da sehen wir, ob es benutzt hat oder nicht. Strom ist abgestellt, Wasser ist zugedreht, also es braucht ein bisschen Aufwand. Was haben wir unten noch? Also hier haben wir die Heizungsanlage. Ja, cool, geht sogar. Also hier haben wir jetzt zwei Kellerbooths, also eine fürs eine Apartment. Die ist gerade leer, weil das Apartment auch leer ist. Und die andere ist für das andere Apartment, da ist auch Zeug drin. Und hier haben wir auch das Problem gehabt. Und zwar ist das hier die Außenwand, wo wir den Slab gemacht hatten. Und hier war das immer feucht an dieser Wand. Das heißt, hier ist Wasser runtergelaufen, beziehungsweise da hinten dran ist Wasser runtergelaufen. Und hier unten stand es. Und hier siehst du, da sind so ein paar Wasserflecken. Also wenn der Keller leer ist, wird das hier auch alles rausgerissen. Dann kommt hier ein Dehumidifier rein. Der läuft dann ein Stück. Und dann wird das Ganze wieder trocken. Also das Problem von außen haben wir hier behoben. Da siehst du, alles schön versiegelt. Und jetzt machen wir es von drinnen trocken und sauber. So, hier draußen haben wir zwei Wasserheizer und beide sind vom selben Baujahr, nämlich 2020. Also hier faktisch nichts mehr. Da ist ein Tauchsieder mit einem großen Wasserfass drumherum. Expansion Tanks und so weiter. So, beide selbes Baujahr. 2020 niegelnagelneu. Und kann man das sehen? Ja, ziemlich versifft. Problem hier: Die Jungs hatten diese Rohre nicht festgemacht. Und hier oben, genau bei dem hier, ist Wasser hier runtergelaufen. Da runter. Und hat das Ding hier einfach rosten lassen. Also es ist nicht von innen gerostet, sondern es ist wirklich die Leitungen heruntergerostet. Und Ursache dafür, die Jungs haben sich einfach oben diese 150 Dollar für so ein Capping, für so ein Chimney Capping, also ein Dach sozusagen auf dem Schornstein gespart. Und wenn der Regen senkrecht runtergefallen ist, dann ist er einfach, hat es reingeregnet und hat das Ding durchrosten lassen. Also das ist nochmal innerhalb von einem Jahr passiert. Dann haben wir hier die Heizungsanlage, also schön separiert für jedes Apartment. Das ist Gasboiler. Und hier auch. Und dann haben wir oben Radiatorheizungen in den Apartments. Dieses Schmuckstück hier, das ist eigentlich mal eine Klimaanlage gewesen, also eine Heat Pump. Und diese Heat Pump haben sie aber irgendwie nie gewartet, was auch immer, die ist zu, die funktioniert nicht mehr. Das heißt, auch die ist das zugehörige Gegenstück zu der Außenanlage. Also, was ich vorhin gerade gezeigt habe, dieses rostige Stück hinten dran, genau hierzu gehört das. Und das ist nur die Versorgung fürs Apartment 1, also das untere Apartment. Ja, hier haben wir das Kondenswasser aus der Heat Pump, was hier abgelaufen wäre. Das mussten wir ändern. Das haben sie hier direkt in die Sewerline reingetappt, also das ist quasi. Die Sewergase sind durch diese Abwasseranlage hier unten gestanden und hier hat es immer gestunken. Und hier nochmal ein Grund, warum das Ganze als Mörderraum super geeignet ist. Ist vielleicht nicht schallisoliert, aber geruchsisoliert. Also, auch hier überall Trash. Ekelhafter Teppich im ganzen Haus. Aber das machen wir erst dann, wenn der Mieter oben so oder so motiviert wurde, rauszuziehen. Das ist
Also da geht's hoch zu ihm. Hier haben wir das Apartment A. So. Hier haben wir einen relativ schönen Holzfußboden. Also er sieht super aus, ist ein bisschen dünn, aber ist okay. Ein riesengroßes Fenster. Da draußen fährt leider der Schnellzug vorbei, beziehungsweise der SEPTA Train. Also da ist man innerhalb von 10 Minuten direkt in Philadelphia Downtown. Kleiner Vorgarten. Radiatorheizung, alte Lüftungsschächte, also für die AC, Klimaanlage. Ein Schatz von einem Kronleuchter, ein Juwel. Und hier haben wir eine sehr, sehr kleine, einfache, aber voll funktionsfähige Küche. Mit Spülmaschine. Und überall, wo du hier Blue Tape siehst, also dieses blaue Tape, das sind noch kleine Baustellen für die Handymans und für die Handwerkers. Funktionierende Mikrowelle, Herd, alles da. Jo. Das ist die Heizung und das wäre die Klimaanlage. Also es gibt ein Bild, oder? Die Outside Unit, also dieses Schrottteil hinten dran, ist genauso alt wie die Unit unten im Keller, ist genauso alt wie dieses Thermostat. Ja, was gibt es hier noch? Schränke gibt es hier ein paar, die werden noch gefixt. Hier geht es in ein Schlafzimmer, hier geht es ins zweite Schlafzimmer und hier ist ein kleines Badezimmer. Und hier im Schlafzimmer, da haben wir auch den Balkonzugang. Und da kann man dann auch hier hinten rausgehen. Und hat einen Zugang nach hinten raus. Dann haben wir immer schön zumachen, alles abschließen. Man weiß ja nie, was bei dem Mieter da oben noch passiert. Ne? Die Türen, da ist Blue Tape, das heißt, das wird noch gemacht. Die Tür passt zu dem Mörderraum unten. Da stelle ich mir auch die Frage, wollt da jemand raus oder jemand rein? Die wird natürlich auch nochmal näher gemacht. Das ist so eine ganz einfache, so eine Hohlraumtür. Das ist billig. Aber das reicht ja hier. Dann haben wir hier ein kleines Badezimmer. Ach, Blue Tape. Da ist jetzt nichts Besonderes dabei. Aber schöne Dusche, also noch in Originalfarbe. Von daher alles einfach gehalten, aber das passt. Naja, Blue Tape. Genau, so. Hier in diesem Schlafzimmer 1. Also beim Fußboden müssen wir mal gucken, ob wir da nochmal sanden lassen, also einfach mal drüber fahren und das schön machen. Aber Teppich mag ich nicht, das würde ich hier in der Wohnung so lassen. Wir haben hier noch einen Schrank mit eingebautem Büro sozusagen. Und das ist eigentlich gar nicht schlecht gemacht. Türen natürlich, die waren noch gefixt. Und wenn ich es mir gerade so anschaue, ich glaube den Fußboden, den machen wir nochmal, beziehungsweise da fahren wir einfach mal drüber und schleifen den einmal ab. Ganz einfach, ein bisschen Lasur drauf und dann passt das schon. Ja, die Wohnung oben drüber ist wirklich baugleich. Die haben nicht so eine gute Küche, also gut im Sinne von voll ausgestattet. Die haben keine Geschirrspülmaschine, aber die Geräte sind oben neuer. Und die Cabinets, also die Küchenschränke, die sind sogar noch älter. Aber da sehe ich noch gar keinen Grund, irgendwas zu ändern, solange der Mieter da oben wohnt.
Wie du siehst, es geht voran. Parallel zu den Reparaturen läuft auch der Räumungsprozess von Spoonie. Sobald dieser Prozess erfolgreich abgeschlossen ist, kommen die finalen Reparaturen und Renovierung dran. Am Ende wird das sicherlich eine zweistellige Nettorendite bringen. So zumindest der Plan, aber da bin ich mir relativ sicher. Ob das gelingt, siehst du in einem meiner nächsten Videos. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.